Hey Leute und willkommen zu einem neuen Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir Wi-Fi Battle. Heute spielen wir ganz unverkennbar gegen den lieben Icredium, den mit Sicherheit auch einige von euch bereits kennen. Und heute mal wieder mit einem, ja sagen wir, altbekannten Co-Moderator, nämlich dem Kuchenjäger. Hallo, das bin ich. Hallo. Hi. Ich mache auch Pokémon-Videos. Wow, das Video geht jetzt vielleicht 20 Sekunden und direkt die erste Werbung. Ja, natürlich. Geil. Nice. Ja. Der Kuchen hier gar lange nicht mehr dabei gewesen. Wie geht's dir denn heute? Müde. Müde, aber sehr, sehr gut. Ich habe gerade eben lecker gegessen. Vielen Dank der Nachfrage. Das ist doch mal interessant zu hören. So. Ja, wir spielen heute mal etwas anderes. Und zwar kein gewöhnliches hier. Wir spielen heute eine Runde Monotype gegen den lieben Icredium. Oder wie ich ihn liebevoll nenne, den Mod. Den Mod. Wenn man mal auf Twitch unterwegs ist. Ich glaube, es gibt keinen Nintendo-Streamer, bei dem Icred nicht Mod ist. Er ist echt überall Mod. Das ist unglaublich. Überall. Überall ist er Moderator. Und ja, gegen den spielen wir heute eine Runde Monotype. Ich nehme hier ein Mono-Wasser-Team mit einem Start und Ikre bringt hier ein Mono-Flug-Team mit. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal so durch die Teams durch. Ich bringe hier mit ein Rotom-Wasch, ein Tentoxa, Kabutops, mein Mega-Totok. Nach langer Zeit endlich mal wieder ausgepackt. Und wenn ich schon Mono-Wasser spiele, dann muss ich auch meinen Signature mitnehmen, nicht wahr? Dann noch Sumpex und Krebutak. Ich werde im Laufe des Kampfes verraten, was die einzelnen Pokémon tun sollen, denn da kommt noch eine kleine Überraschung relativ früh, deswegen möchte ich da noch nicht so viel spoilern. Kurze Anmerkung, ich bin sehr überrascht, dass du Quaxo nicht dabei hast. Ich habe es sogar tatsächlich überlegt, aber dann dachte ich mir, okay, ich möchte mal wieder Turtok benutzen und dann, wenn ich Quaxo im Regen spiele, also Quaxo im Regen, wow, sehr gut, dann müsste ich ja eigentlich auch Sumpex mitnehmen. Ja, das stimmt. So, von Prinzip her, aber dann dachte ich mir, nee, komm, ich pack mal den Zubag aus, ja. Und dann sieht man Rotom Wasch, ja gut, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Aber nun ja, was bringt Ikre denn hier mit? Er bringt hier mit Boreos-Tee, Demeteros-Tee. Auch sehr interessant, dass man mal gleich zwei Tiergeistformen auf einmal sieht. Und Boreos vor allem. Oh ja, Boreos. Gyarados sehen wir da auch noch. Panzer-Eron, Taubos und Togekiss. Und mir fällt gerade so auf, ich vergesse dauernd, dass Gyarados überhaupt einen Flugtypus hat. Da denkt man überhaupt nicht dran, ne? Da denkt man gar nicht. Schon gar nicht, wenn du denkst, okay, dein Gegner spielt Mono-Flug. Also ich wusste es vorher nicht, aber wenn du so an Mono-Flug-Team denkst, denkt man, glaube ich, nicht unbedingt an Gyarados. Nee, das wäre das Letzte, was mir einfallen würde. Dürfte man Mega-Gyarados spielen? Ich meine, das normale Gyarados ist Flug. Ja, meines Wissens dürfte man es nicht, oder zumindest, ich nehme mal an, du dürftest ihm den Megastein geben, aber du vermutlich dürftest es halt nicht mega entwickeln, ja. Es ist das gleiche wie mit Glurak X und ja, stimmt. Mono Drache, sage ich mal, nur andersrum. Ja, was kann man noch so zu Team Preview sagen? Ich würde mal sagen, was direkt auffällt ist, Rotom Wasch wird ihm ordentliche Probleme bereiten. Das Ding ist nur, er muss sehr, sehr vorsichtig mit seinem Demeteros spielen, weil ich würde tatsächlich sagen, das Ding ist so sein das wichtigste Pokémon für ihn, einfach weil Rotom alles hart trifft und selber nicht, also von den meisten Pokémon nicht hart genug getroffen werden kann, würde ich jetzt mal so schätzen. Ja, ja, da ist was dran. Ich glaube, das einfachste oder das erfolgreichste wäre tatsächlich das Ding mit Scaraborn. Wie heißt das? Der Stahlvogel. Panzer-Eron, genau. Zu Toxic-Stallen, aber das wird ein bisschen schwer bei dem Team. Ja, vor allem, weil Toxic jetzt auch nicht immer ein gängiger Move auf Panzeron ist. Nee, deswegen. Aber mal schauen, ob Ikre da die Situation zu seinen Gunsten ausspielen kann. Aber Freunde, ich würde sagen, wir haben genug gelabert. Ihr freut euch ja auf einen neuen Oras-Wi-Fi-Kampf und ja, den sollt ihr jetzt auch bekommen. Ich wünsche euch viel Spaß. Aber ich laber so gerne. Ach ja. Da müssen wir von vorne anfangen. Verdammt. So. Der Kampf beginnt und wie wir schon gesehen haben, Ikre beginnt hier mit seinem Boreos und ich beginne mit meinem Rotom. Ja, Rotom war ein sicherer Lead. Ja, und da packe ich gleich mal die Überraschung aus, denn das hier ist ein Choice-Craft-Rotom, weil ein normales Rotom würde niemals ein Boreos T outspeeden. Das Ding ist unfassbar schnell. Ja, das stimmt. Choice-Craft-Rotom, okay. Ich finde das sehr, sehr praktisch, weil damit eigentlich kaum jemand rechnet. Ja, das Boreos geht erstmal auf den Abschlag. Ich switche in mein physisch-defensives Sumpex. Ja, man sieht, das war ein Crit, das war einfach nichts. Kriegt er direkt wieder die Hex, ne? Sofort kriegt er die Hex, das ist so typisch. Mixed Boreos finde ich persönlich tatsächlich ziemlich stark. Und da kommt der zweite Aukante, auch, wo gleich daneben geht. Okay, nevermind. Und ich kann meine Tarnsteine rausholen. Und, das reicht ja noch nicht. Ich muss erstmal rausswitchen. Und zwar gehe ich in Persil. Eigentlich war das ziemlich riskant, weil ich glaube, ein Live-Orb-Orkan hätte ich schwer getankt. Oh mein aber Gott, drei Orkan-Misses. Ich meine, er hat es verdient. Wie gesagt, er hat es verdient. Nach dem Ayu-Kampf, nee, gar nicht dem. War das ein PU-Kampf sogar? Was war das für ein? Du hast mir was von Sneeble erzählt, also war es wahrscheinlich NU. NU, stimmt. Nach dem NU-Kampf hat er es verdient. Wo du kaputt gehext wurdest. Ja. Okay, ja. Geht jetzt in Gyarados, okay. Genau.
Kriegt ihr mit Rohr raus, interessiert Rotom natürlich herzlichst wenig. Ich bin übrigens auf Hydro-Pumpe gegangen für den Fall, dass er in Demeteros switcht. Das ist nämlich ein ziemliches Pokerspiel, das wir dann betreiben. Ja. Oh, Delegator. Sehr interessant, finde ich. Delegator kann man aber definitiv auf Gyarados spielen, vor allem jetzt hier mit Drachentanz. Potenziell sehr gefährlich. Allerdings bin ich ja vorbereitet. Spielt das irgendeinen Scheiß auf dem Ding? Ja, natürlich. Okay, Brüller auf den physisch-defensiven Sumpex ist okay. Ich habe mit irgendeiner Gesteinsattacke gerechnet. Nein, nein, nein. Das Ding ist halt, sofern dieses Panzer-Aeron oder das Togekiss kein Defog haben, sind die Tarnsteine natürlich sehr, sehr tödlich für sein Team. Ja. Und ich nehme jetzt einfach mal an, weil dieses Panzer-Aeron hier selbst jetzt Rocks rauslegt, wird es wohl kein Defog haben. Naja, wenn er so verrückten Kram spielt wie du, dann wäre es durchaus möglich. Was spiele ich denn hier für verrückten Kram? Choice Scarf Rotom. Das funktioniert, das ist gar nicht so... Okay, doch, es ist ein bisschen ankommen, aber trotzdem... Ja, was ich hier gerade mache, ist einfach auf den Burn zu hoffen, weil ich tatsächlich möchte, dass ich diesen Panzer-Aeron permanenten Schaden einfach reindrücken kann. Und der halbierte Angriff ist auch nicht schlecht. Ganz genau, vor allem, weil ich dann dadurch erst recht einen Safe-Switch in meinen Tentox habe, um die Tarnsteine wegzuspinnen. Oh, da kommt der Burn, und natürlich. Und da kommt der Burn. Das war natürlich nur eine Frage der Zeit. Okay, und Wirbel, da kommt jetzt der Wirbelwind. Wirbelwind. Okay. Jetzt natürlich die Frage, was kommt rein? Es kommt Claudia rein. Claudia, natürlich. Mensch, da warst du ja sehr kreativ. Ja, gar nicht von Shady Penguin geklaut oder so. Nein, ich fand den Namen einfach großartig, deswegen dachte ich mir, komm. Ist es zumindest den, weiblich? Den klaust du dir. Es ist, glaube ich, weiblich, ja. Gut. Guck mal, da habe ich sogar drauf geachtet. Mhm, hast du bestimmt drauf geachtet. Sonst hätte ich es Claus nennen müssen oder so. Claudius. Gott, nein. Claudius, das wäre auch ein cooler Name gewesen. Ja, er bringt jetzt sein Demeteros rein. Und könnte jetzt hier eigentlich safe auf einen U-Turn gehen. Da ich hier jetzt nichts riskieren wollte, gehe ich einfach auf die Wasserdüse. Die macht immer noch richtig guten Schaden. Ich dachte, du krittest jetzt. Habe ich auch gedacht, als ich gesehen habe, wie viel Schaden das gemacht hat. War aber kein Crit. Und das Erdbeben nimmt mich hier natürlich raus. Können wir kurz... Aber naja. Können wir kurz mal sagen, wie scheiße Demeteros T aussieht, einfach weil es so dämlich fliegt? Tut mir leid, aber das sieht einfach... dämlich aus. Ich fand den 5th-Gen-Sprite oder allgemein das Sugimori-Artwork finde ich total episch von dem Ding, ne? Aber ja, ich stimme dir da schon ein bisschen zu. Es sieht aus, als würde es auf einem Podest stehen, das einfach nicht da ist. Richtig. Ja, wir haben jetzt hier gesehen, ich konnte mit Sumpex das Demeteros rausnehmen und damit ist eigentlich Ikris Win-Condition schon rausgenommen. Weil jetzt wird er ganz große Probleme mit Rotom bekommen. Außer er crittet. Ziemlich oft. Ja, außer er crittet ganz oft. So, er geht natürlich erstmal auf den Orkan. Das sollte dich hätte mich nicht. Hätte mich bei seinem Glück nicht gewundert, wenn ein Unternehmen gegangen wäre. Beim, ja gut, ich wollte gerade sagen, bei einem No-Guard Megataubus. Bei einem No-Guard Taubus, genau. Bei seinem Glück in diesem Match. Nicht unwahrscheinlich. Aber naja, jetzt bin ich hier schneller. In meinem Rotom drin. Genau, und wegen dem Wahlschall bin ich jetzt hier natürlich auch schneller und kann es mit dem Unnecessary Crits, glaube ich jedenfalls, Donnerblitz rausnehmen. Oh, jetzt ist wieder irgendjemand in den Kommentaren. Der war nicht Unnecessary, er hätte mit 2% überleben können. Ja. Guck dir bitte den Namen von Togekiss an. Natürlich. Ich finde ihn super. So, Togekiss ist noch so das Pokémon, das kann Donnerblitz tanken. Tut es auch. Und greift mit dem Zauberstein an, was dann wohl leider auch seine beste Angriffsoption ist. Aber das reicht nicht. Choice Scarf Rotom. Oh, ey, nee, ich nicht. Choice Scarf Rotom Wash. Das wäre jetzt so eine Situation gewesen, warum ich Choice Scarf Togekiss lieber spiele als das Paraflinch-Kiss. Ich glaube, das hätte mich outspeedet und hätte mich dann tweeten können. Aber, naja. Und da kommt natürlich ein Gyarados rein und das wird vierfach nicht. Schwach. Aber mit denen KP ist, kann das überleben, wenn du Mist. Ja. Lachsrauch ist eine Option. Richtig. Leider nicht. Und ja, das war schon der ganze Kampf gegen Kredium, dem lieben Freunde. Eiskalt. Eiskalt hast du ihn einfach ausgenockt. Ja, eiskalt weggespült. Na, guck mal, da hast du deinen Videonamen. Ja, krass. Ich habe nämlich gerade mit Pascal vor dem Video noch vor der Aufnahme noch überlegt, wie könnte ich denn das Video nennen. Ich habe immer ein riesen Problem, mir Wi-Fi-Battle-Namen einfallen zu lassen. Und ey, komm, perfekt. Was soll ich da noch überlegen? Meine Idee, falls du gewonnen hättest, wovon ich ausgegangen bin bei den Teams, wäre abgesoffen gewesen. Aber eiskalt weggespült ist natürlich auch eine sehr, sehr gute Option.
Ja, auf jeden Fall. So, das war ein sehr kurzer Kampf. Ich glaube, 19 Runden ging der nur. Aber es war trotzdem ein sehr unterhaltsamer Kampf. Ich habe lange kein Monotype mehr gespielt. Und das Schöne war auch, das wollte ich dir eigentlich noch vor der Aufnahme erzählt haben. Nach dem Kampf hat mich Icridium erstmal direkt auf dem TS angeschrieben. Sehr gut. Bau ein Mono-Flugteam, ohne was gegen Rotom Wash dabei zu haben. Ja, das ist Icre. So, ich muss ihn gleich mal anschreiben, wie es sich anfühlt, weggehext zu werden. Ich bin immer noch so salty. Ja, das gönnt man keinem. Also ich gönn's weder dir noch ihm, muss ich wirklich gestehen. Das war beides bitter. Aber, nun ja. Vor allem, man muss bedenken, hätte der eine Hurricane getroffen, bin ich mir ziemlich sicher, dass Zumpex rausgenommen worden wäre. Und dann hätte er sein Demeteros nicht direkt verloren. Nehme ich an. Naja, es ist so gekommen, wie es gekommen ist, Freunde. Und ich hoffe, euch hat dieser kleine, kurze, knackige Wi-Fi-Battle gefallen. Wenn dem so sein sollte, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder einen Kommentar freuen, ganz wie es euch beliebt. Und vergesst nicht, beim lieben Pascal aka Kuchenjäger vorbeizuschauen. Hi, du bist ja auch hier. Ja, hallo. Link zu seinem Kanal unten in der Videobeschreibung. Und ja, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und haut raus. Ciao. Tschüss.